Selbstfahrende Autos sollen Unfälle vermeiden, Menschenleben retten, aber diese nicht unterscheiden nach Alter oder Geschlecht zum Beispiel. Carsten Lemmer vom Institut für Verkehrsforschung. Das heißt letztlich sogar auf Technik zu verzichten, Autos also nicht überzuprogrammieren, oder? Ja, das ist richtig. Wobei die Technik kann heute das noch nicht so ohne weiteres Menschen differenziert erkennen. Sie kann Objekte erkennen, sie kann das Verhalten der Objekte detektieren. Das heißt, hier geht es darum, durch die Erkenntnis dieser Objekte die Sicherheit zu erhöhen. Und eine Technik kann natürlich viel besser und viel schneller reagieren, als der Mensch das kann. Wie ist es denn überhaupt um die Technik bestellt? Sind selbstfahrende Autos heute auf dem Stand, dass man sagen kann, in 5 Jahren geht's los? Nun, es gibt eine Vielzahl von Forschungsarbeiten, die in der Automobilindustrie, Automobilzulieferern, auch im wissenschaftlichen Bereich gelaufen sind. Wichtig ist es, die Einsatzbereiche genau zu kennen und zu definieren. Das heißt, unter welchen Randbedingungen geht das? Und von daher gibt es mehrere Stufen der Automatisierung. Und bei dem, was jetzt die Ethikkommission betrachtet hat, geht es insbesondere um den Level 4 und 5. Das heißt, das, was wir halt eben als vollautomatisches Fahren betrachten, als aber auch das, was zukünftig fahrerloses Fahren sein wird. Das heißt, in dem Auto sitzt keiner mehr, der noch einen Führerschein haben muss. Das Thema davor ist hochautomatisiertes Fahren, was heute sozusagen in der Einführungsphase ist, was zeitnah auch kommen wird. Das heißt konkret, das Fahren in definierten Situationen, zum Beispiel auf der Autobahn, die limitierte Komplexität hat. Alle fahren in eine Richtung, keine Fußgänger, keine Radfahrer. Wenn ich das im städtischen Umfeld sehe, wird es sicherlich noch einige Zeit dauern. Das Thema Vollautomation, das heißt eine weitgehende Abgabe der Kontrolle, ist sicherlich noch ein sehr komplexes Thema. Und das Thema fahrerlos oder autonom ist sicherlich etwas, was noch einige Jahre dauern wird, weil dann muss das Fahrzeug in allen Situationen, unter allen Bedingungen alles lösen können. Sie hatten das eben schon kurz angedeutet. Erfahrungen hat man ja letztendlich auf Geraden, auf Teststrecken oder Autobahnen sammeln können. Wie sind denn unsere Großstädte auf diese hochautomatisierten Fahrzeuge vorbereitet? Nun, in der Forschung fahren wir natürlich schon auch in einer städtischen Umgebung. Von daher wissen wir, dass diese Situationen dort sehr komplex sind. Und was jetzt wichtig ist für die Zukunft, weil halt eben auch die Veränderung von Infrastrukturen einige Zeit braucht, frühzeitig dafür zu achten, dass zum Beispiel auch das Thema Vernetzung, also eine Kommunikation zum Beispiel von der Ampel zum Fahrzeug entsprechend realisiert wird. Das können heute unsere Innenstädte noch nicht. Genauso halt eben auch, dass die Städte genau kartografiert sind, digital, sodass das Fahrzeug halt eben eine genaue Karte hat, ein genaues Abbild, was halt eben die Einordnung und Erkennung von Umgebungssituationen deutlich vereinfacht. Ein Problem, das im Zusammenhang mit diesem vernetzten oder auch autonomen Fahren überhaupt oft genannt wird, ist ja der Datenschutz. Inwiefern ist das ein Problem? Nun, wenn Sie nur das Thema automatisiertes Fahren betrachten, dann ist das Thema Datenschutz noch relativ einfach, weil halt eben das Fahrzeug für sich selber das entscheidet, die Umgebung detektiert und erstmal keine Daten nach draußen gibt. Besonderen Sinn macht es natürlich, wenn ich automatisiert und vernetzt fahre. Das heißt, die Fahrzeuge untereinander kommunizieren und wissen, der Vordermann bremst jetzt und dann kann man das halt eben sozusagen auch das, was wir heute als vorausschauendes Fahren bei Menschen betrachten, sozusagen auch technisch realisieren. Mit einer weiten Sicht. Und da werden Daten halt eben dann natürlich preisgegeben. Und hier ist es wichtig, das Thema Datenschutz natürlich von vornherein zu bedenken, sodass halt eben nicht die Daten halt eben preisgegeben werden, wenn der Besitzer das nicht möchte. Insbesondere, wenn sich halt eben darum auch dann Geschäftsmodelle ranken. Das heißt, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass sozusagen Privacy by Design, das heißt also die Selbstbestimmung über die Daten und auch die Nutzung dieser Daten entsprechend gesteuert wird.